Hier im Moulin Rouge in Paris müssen wir ganz am Ende von der Show noch einmal auf die Bühne, um uns zu verbeugen, wie bei den meisten Shows. Und ich zeige euch heute mal, wie weit der Weg ist von hier bis zur Bühne. Wo wir gerade angefangen haben, das ist unsere Umkleidekabine. Wir haben eine Umkleidekabine nur für mich und Francis zusammen. In der verbringen wir auch die meiste Zeit von unserem Abend. Und das Gebäude hier ist so alt, dass es sehr viele kleine Wege und Verschnörkelungen gibt, die man sich auch erstmal merken muss. Wir müssen noch einmal direkt durch den Aufwärmraum durch. Das ist der Raum, in dem wir uns für die Show vorbereiten und manchmal am Ende vom Tag auch noch Krafttraining machen. Er soll neu gestrichen werden. Welche Farbe, wissen wir noch nicht. Der nächste Teil ist wahrscheinlich der interessanteste Teil, denn diese Treppen sind schon über 100 Jahre alt. Man kann total sehen, wie das Holz abgenutzt ist. Auf diesen Treppen ist wahrscheinlich schon Edith Piaf gelaufen. Ich meine, what? Denn dieses Pariser Kabarett wurde 1889 gegründet. Es gab hier auch mehrfach Tiere, die aufgetreten sind. Deswegen ist der nächste Teil wie so ein kleiner Pferdestall. Noch vor der Pandemie sind hier auch noch Pferde aufgetreten. Und jetzt sind dort aber Kaffeemaschinen und Sandwichmaschinen. Tiere treten hier nicht mehr auf. Um zu wissen, wo wir gerade in der Show sind, wird die Musik von der Show und auch ein bisschen Geräuschkulisse vom Publikum über Lautsprecher übertragen. Und an einigen Orten vom Theater gibt es dann auch noch Fernseher, so wie hier, wo man genau sehen kann, das ist, was gerade auf der Bühne los ist. Für die Show werden unzählige Kostüme benutzt. Die meisten hängen backstage. Es gibt eine Kostümabteilung, die sich um die Kostüme kümmert und die auch den Tänzerinnen und Tänzern hilft, sich umzuziehen. Da wir eine eingeladene Nummer sind, machen wir das aber alles selber und wir müssen nur ganz am Ende von der Show, so wie jetzt, noch einmal auf die Bühne, um bei dem Finale dabei zu sein. Weil ich bei der Nummer barfuß bin, bin ich auch beim Finale ganz am Ende von der Show barfuß.